Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein, und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte sie. Gelobt sei Jesus Christus. Ja, so schnell verfliegen die Wochen. Wieder ist es Sonntag. Wir schreiben den 26. Juli 2020. Herzlich grüß Gott zu diesem kleinen Impuls zum heutigen 17. Sonntag im Jahreskreis. In den Grundsätzen der katholischen Pfadfinderschaft Europas heißt es, der Pfadfinder ist stolz auf seinen Glauben. Und damit ist kein falscher Stolz gemeint, der ja, wie uns das Sprichwort sagt, mit dem Hochmut auf dem gleichen Holz wächst. Sondern es geht um den Menschen, der sich nicht aus falscher Bescheidenheit verstecken will, sondern der den Glauben aus tiefster und dankbarer Überzeugung leben kann. Um nichts in der Welt möchten diese Menschen den Glauben missen. So ganz wie Salomo in seiner Weisheit, ebenso wie Paulus in seiner Gottesleidenschaft, ganz wie der Kaufmann im Gleichnis Jesu. Da herrscht ein Ton der Gewissheit, der Überzeugung, des Jubels über den Lebensgewinn schlechthin. Stellen wir uns aber ernsthaft eine Frage. Warum gibt es heutzutage oftmals so wenig Freude über den Glauben, so wenig Stolz über das Christsein, so wenig Zusammengehörigkeitsgefühl in unserer Kirche? Viele verstecken ihren Glauben lieber, als wäre er unanständig. Sie entschuldigen sich förmlich, dass sie noch zur Kirche gehen oder dass sie noch beten. Es gibt so etwas wie einen christlichen oder kirchlichen Minderwertigkeitskomplex. Da ist nichts mehr von Offensive zu spüren, von Lust am Glauben, nichts von Stolz am Christsein, von missionarischem Eifer, von Dankbarkeit gegenüber der Kirche in Geschichte und Gegenwart. Dabei sollten wir Christen doch mit Paulus sagen können, wir wissen. Wir haben diesen Schatz im Acker finden dürfen. Wir haben Grund und Perspektive. Oder doch nicht? Steht uns die Christwerdung vielleicht erst bevor? Wollen wir Christ bleiben? Wollen wir Christ werden? Wollen wir Christ sein im Ernst und entschieden? Das ist in Zeiten postmoderner Vielfalt nicht leicht, denn im Selbstbedienungsmarkt der Gesellschaft, in der Abteilung Sinnangebote, da herrscht ein verwirrender Überfluss. Aber alles hängt daran. Madeleine de Bail hat vor etwa 50 Jahren selbstkritisch gesagt, wir verkünden keine gute Nachricht, weil das Evangelium keine Neuigkeit mehr für uns ist. Wir sind daran gewöhnt, es ist für uns eine alte Neuigkeit geworden. Der lebendige Gott ist kein ungeheures, kein umwerferndes Glück mehr. Er ist ein gesolltes, die Grundierung unseres Daseins. Wenn wir von Gott reden, so sagt Madeleine de Bail, bereden wir eine Idee, statt eine erhaltene, weiter verschenkte Liebe zu bezeugen. Wir verteidigen Gott wie unser Eigentum. Wir verkünden ihn nicht wie das Leben alles Lebens, wie den unmittelbaren Nächsten all dessen, was lebt. Ja, es gehört zur Erblast dieser 2000 Jahre Kirchengeschichte, dass die Botschaft von der Liebe Gottes, die jeden Menschen an sich ziehen will und erwählt, irgendwie verbraucht wirkt. Es wirkt alles so ermüdet und ermüdend, so alt und veraltet. Das sind nicht nur normale Verschleißerscheinungen, nicht nur übliche Ermüdungserfahrungen. Der wahre Grund liegt, nach Madeleine de Bail, viel tiefer. Sie sagt, wir geben uns keine Rechenschaft darüber, was Gottes Abwesenheit für uns wäre. So können wir uns auch nicht vorstellen, was sie für die anderen ist. Wir können den Ungläubigen unseren Glauben nicht als eine Befreiung von der Sinnlosigkeit, eine Welt ohne Gott verkünden, weil wir diese Sinnlosigkeit gar nicht wahrnehmen. Was würde uns fehlen, so dürfen wir uns fragen, wenn uns Jesus fehlte? Was würde uns fehlen, wenn uns das Evangelium fehlte? Zum Beispiel die Jesusgeschichte vom Kaufmann und der Perle, vom Schatz im Acker. Geben wir überhaupt Verlustanzeige auf? Würden wir Entscheidendes vermissen? Realistisch bleibt zu befürchten, dass die Diagnose von Madeleine de Bail stimmt. Gott gehört in etablierten Christenkreisen irgendwie zur Grundausstattung. Ohne ihn geht's nicht. Und mit ihm auch nicht. Schaden kann's auch nicht.
dass er das Geschenk des Lebens wäre, dass das Evangelium der Schatz im Acker wäre. Wer glaubt das heute noch? Jeder Lotteriegewinn scheint attraktiver. Entsprechend fehlt es auch an geistlichem Selbstbewusstsein, an christlicher Leidenschaft, an Lust auf den Glauben und auf die Kirche. Wissen wir Christen, was uns fehlt? Was würde uns fehlen, wenn uns das Evangelium fehlt? Was käme uns abhanden? Was würden wir vermissen? Was käme der Gesellschaft abhanden? An Werten, an Überlieferungen, an Sprache, an Symbol? Nicht wenige Menschen haben sich gerade in der Zeit auch des Corona-bedingten Lockdowns den Gang zur Kirche ganz abgewöhnt, weil ihnen eigentlich nichts fehlt. Viele geben sich mit Ersatzhandlungen zufrieden. Aber noch lebt die Gesellschaft von diesen Restbeständen des Christlichen, noch lebt die Christenheit hierzulande von einigen dieser Überlieferungen. Aber wenn wir nicht wissen, welch einmaligen Schatz wir da im Glauben haben, werden wir ihn weder pflegen und behüten, noch offensiv verteilen und unter die Leute bringen können. Werden wir uns mehr und mehr von unseren christlichen Wurzeln lösen. Ja, sagen wir es ruhig demütig und mutig, wir haben im Evangelium einen Schatz, für den es in dieser Welt absolut keine bessere Alternative gibt. Dass es einen Gott geben soll, der universale Güte und zuvorkommende Liebe ist. Das dürfen wir in die Welt hinausrufen, trotz der oft so widersprüchlichen Verhältnisse. Dass diese Welt kein Betriebsunfall ist, sondern dass es Gottes Geschenk ist, dass es ein Ausdruck seiner ständigen Treue ist. Verkündigen wir es, auch angesichts so vieler Kräfte, die in uns und um uns alles zu zerstören suchen. Dass Gewalt nicht das letzte Wort hat, sondern gewaltüberwindende Liebe und Versöhnung bis zum Martyrium. Rufen wir es doch laut in die Welt hinein, trotz so viel Egoismus und Unfriede. Im Evangelium haben wir die Neuigkeit der Neuigkeiten. Dieses Unglaubliche, dass uns in der Geschichte Israels und in der Geschichte Jesu ein Gott entgegenkommt, der uns als Mitliebende sucht und will. Das macht diese einmalige Würde des Menschen, den Wert der Welt und die Größe des Daseins aus. Wo würde größer vom faktischen Menschen gesprochen? Worin sonst läge die Würde auch des Kranken und des Sterbenden, des gescheiterten Menschen, so tief begründet wie hier im Evangelium? Für jene, die christlich glauben und wissen, was sie tun, ist das Evangelium Jesu Christi der Fund schlechthin, der Schatz im Acker, die Perle. Paulus spricht mit seiner Gemeinde in Rom davon, der erwählte Salomo hat eine Ahnung davon. Und wir dürfen täglich danken, dass wir durch die Taufe in diese Schicksalsgemeinschaft mit dem Gottessohn in seine Kirche aufgenommen wurden. Dass wir diesem Schatz im Acker nahe gekommen sind. Wer den Schmerz nicht kennt, dass Gott ihm fehlt, wird auch das Evangelium nicht zu schätzen wissen. Wer die Angst nicht kennt, den Glauben auch wieder verlieren zu können, ist wohl noch nie im Glauben erwachsen geworden. Jede Beziehung zwischen Menschen ist im Grunde schon lebendig tot, wenn Mann und Frau einander so sicher sind, wo Mann und Frau sich miteinander abfinden, wo sie keine Erwartungen mehr aneinander haben. Da wird noch die schönste Liebe irgendwann langweilig, überraschungslos. Das Leben rinnt dann nur so vor sich hin. Wo Mann und Frau sich gar nicht mehr vorstellen können, dass sie auseinandergehen müssten, dass sie sich wieder verlieren könnten, da besteht mindestens der Verdacht, die Liebe ist erkaltet und die Beziehung stirbt. Ist es nicht genauso auch im Glauben? Wer nicht Fortschritte macht, ist rückschrittlich, sagte der heilige Bernhard von Clairvaux. Bitten wir den Herrn, hier und heute neu, dass wir von ihm die Kraft bekommen, immer neu in unserem Glauben vorwärts zu streben und niemals zu glauben, wir hätten alles erreicht. Und sicher für alle Zeit. Stolz sein auf unseren Glauben, wie es die Pfadfinder in ihrem Gesetz haben. Und mit Freude davon sprechen. Ein kleiner Vorsatz für die kommenden Tage. So wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag. Gelobt sei Jesus Christus.